Wer meckert, fliegt. So einfach ist das, Freunde. Korrekt. So, weg mit dir. Ja, Park Och, weit, drauf geschissen. Du transportierst kein Recycling mehr. Ist ja alles voll hier gerade. Also 15.000 Tonnen wären jetzt eigentlich gut abtransportbereit. Ja. Wie ist denn das mit den Mieten? So. Was kann ich denn jetzt hier bauen? Was machen? Wie mache ich denn das? Ich baue einfach mehr Parks. So. Okay. Wir haben jetzt hier Garage für Transporter. Mehr Parks. Güterbahnhof. Mhm. Was haben wir hier? Frachtanlegeplatz. Kohlelager. Versandlager. Ja, da steht ein paar gut. Rohlager brauchen wir nicht, Roherzlager brauchen wir nicht, Metalllager brauchen wir nicht. Legierungslager. Ja. Gibt's da noch coolere Parks? Seid doch so Spastis! Kann ich direkt wieder abreißen hier. 58.000 für Nüs. Warum das denn? Falsch anbaumäßig? Nee, da brauche ich irgendeinen anderen Scheiß, den ich da ficken. Bau Casinos und hier Wahrzeichen Scheiße. Verpiss dich, Goschlings Wohnsitz. Will hier noch einer bauen, kann ich direkt wieder abreißen. Gute Basis. Versorgen Sie einen Nachbarn gleichzeitig mit Strom und Wasser und Scheiße. Warum hast du auf mir Strom zu schicken, Jan? Was soll das? Ich schick dir Strom. Ja, aber Jan nicht mehr. Ja, Jan ist. Ich brauche vielleicht Strom. Ich finde den Jan, der ist voll arrogant geworden. Ja, finde ich auch. So geht das nicht. So. Komm, ich hab bei Fässer ein. Handelsdepot. Ey, sind die beschissen? Jetzt bauen die noch mehr Hochhäuser. Wo sollen das hinführen? Ich krieg die ganze Scheiße nicht mehr weg hier. Kann man nicht. Legierung. Versand? Ich glaub, ja, was? Plastik. So. Und 4 Karren an die Sonne. Was ist denn jetzt? Mit diesem Handelsdepot können wir auf den Weltmarkt gehen. Fügen Sie einfach ein Speichermodul. Ja. Oh, bei Fässer noch mal ein bisschen was. Wenn du nicht willst, dann selbst schuld. So. Kohle. Great work. Alter, 1 Million? What the fuck? Aber ohne Scheiß, man sollte eigentlich. Du kannst ja auf Industrie gehen, du brauchst ja kein Gewerbe und dann baust du so ein Handelsdepot auf, dann ist ja die Industrie zufrieden, weil sie Abnehmer hat. Sehe ich zumindest gerade, weil bei mir machen die gerade das Lager so dermaßen voll. Nur da verdienst du nichts dran. Das ist die Scheiße. Warum? Du kannst das doch verkaufen. Nicht das, was deine Industrie herstellt. So, man kann die immer noch rum oder was? Ja, na klar, warum auch nicht? Brandstifter aus Hupendorf. Ja, schreibt es dem Fessel bitte auf den Kanal. Aber jetzt mal. Schick keine Brandstifter zum Schwinghoden. Und auch nicht zum hier, wie heiße ich überhaupt? Ja, 61 Minuten 6. Das kommt ja von mir auch nicht. Auch nicht zur Achterbahn-City. So. Spammt den mal richtig schön voll. Ey. Sieht er, was er von seinen Brandstiftern hat? Der soll die mal da Polizeiwachen bauen. Und warum habe ich hier keinen Strom? Ich brauche Strom. Was ist denn hier los? 17 minus. Warum? Ach so, weil neue Hochhäuser da sind. Boah, verpisst euch doch. Ich kann hier nichts mehr bauen. Ich darf da oben gleich was bauen, aber das bringt nichts. Muss ich das Gebäude hier abreißen? Ah, kann ich das ich kann mein scheiß Kohle-Dings hier ausbauen. Oh, wenn ich Kohle hätte. Och, jetzt machen die schon wieder Scheiße mit dem Müll. Das gibt's doch nicht. Mann, ich bei mir die ganze Zeit Scheiße hier. Ich kann doch so viel Müll produzieren, das gibt's doch gar nicht, Na, frag mal fürs, sieht doch gut aus. Das ist doch im grünen Bereich. Was wollen die denn? Mann, ey. So. Was ist hier? Kann ich. Ey, guck mal, hier kann ich was bauen. Krankenhaus kann ich machen. Aha. Metallabteilung? Elektronikabteilung. Lokale Genehmigung. Erteilt Umschlagplatz sowie Plastik, Legierungsprozessor, TV und Computer. Lager am Umschlagsplatz kostet nur 500.000. Ja. Könnt ihr mir Strom schicken? Ich kaufe gerade selber bei dir ein. Ja, nee, du, stimmt. Bei dir kaufe ich ja nicht mehr.
Ne, ich brauche selber Strom, ich kaufe gerade. Auch mal Strom. So. Will gefälligst meinen Strom. Freunde, geben. Klärt mich mal auf. Warum habe ich hier in meiner Wiederverwertungsscheiße wird 38,4 Tonnen Plastik hergestellt, aber ich kann die Ficke nicht verkaufen oder verkauft er die? Weiß ich nicht. Nee, verkauft er nicht. Transaktionen. So, hier produzierter Plastik. 38,4 Kisten pro Tag. Genauso Alter, hier auch. Warum habe ich dann hier in meinem Scheißlager nichts an Plastik? Wieso brennt denn bei mir so viel? 19 Häuser brennen bei mir pro Tag kaputt. Ich raff das nicht. Bin ich da zu blöd für, oder was? Ja. Halt die Fresse. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Da können wir den Flughafen wieder aufmachen. Fickt euch. Könnt zumindest darüber ihre ganze Scheiße wegfliegen. Oh, jetzt wollen sie auch noch Wasser. Wo kriege ich denn hier Wasser her? Wasserturm. Station müsste Kannst du auch bei mir kaufen. Ja, dann mache ich das auch. Ich habe hier eine Versorgung, Junge, die ist traurig. Habe ich schon. Wir verkaufen ja nichts, ich brauche mehr. Bei mir kannst du, glaube ich, auch kaufen. Ja, tue ich schon. So, wollt ihr nicht hier ins Grüne ziehen, Freunde? Aber ich brauche mal ein bisschen mehr Wasser. Ja, holen sie wieder rum. Alter. 44.000 für eine Kläranlage. Wo soll das herkommen? Wer soll das bezahlen? Und? Was ist denn hier mit den Bürgern? Beteiligt euch mal, anstatt immer nur zu sagen, ich hätte gerne eine Polizeistation, ich hätte gerne eine Identität, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das. Ja, aber erhöhst du einmal die Steuern, sind am Heulen. Ja. Ach, es ist schön, dass hier so ein Brandschutz ist. Und der Nachbar guckt im Internet, was er gegen Brand machen kann. Ihr seid so bescheuert. Als ich noch jung war, nahmen wir immer die Fähre. Es war so schön. Ja, da fahren zwei dicke, fette Fuckschiffe von meinem Fährhafen ab. 3.500 Leute am Tag. Ich kann doch nicht einfach noch einen Fährhafen bauen. Ich Wofür kann brauche ich eigentlich? Kann ich auch abreißen hier, die Scheiße. Weg. Wo ist mein Krankenhaus eigentlich hin? Das hat Godzilla oder die. Ja, schön. Macht. Und ich kann nicht noch einen Fährhafen bauen, dann hört doch auf zu meckern. Schließt sich erstmal mein SimCity, ist auch geil. So, wo ist hier ein verlassenes Gebäude? Nicht genügend Arbeiter, ist klar. Jetzt komme ich bestimmt gerade bei mir Zombies, ne? Warum? Weil du verdient hast. Och. Ey, ohne Scheiß, Leute, wisst ihr was? Wenn die hier so rummeckern, hier nicht genügend Arbeiter, dann leckt mich, weißt du? Dann baue ich hier Industrie ab, können sie mich am Arsch lecken und dann baue ich da jetzt nämlich hier alles schön mit Wohnungen hin. So. Mit meinen kannst du, glaube ich, nicht viel anfangen mit meinen Arbeitern, die sind alle überqualifiziert. Hab ich auch das Problem. Überqualifiziert. Ja, warte denn, die sind auch überqualifiziert. Ach, sonst du dir jetzt genug auf. Mann, mein PC ist so schlecht, ey. Jetzt gehe ich gleich pleite, wenn das so weitergeht, ey. Ich bald die 70.000 Einwohner und alle bauen hier voll im Boom und tralala, aber ich erhöhe jetzt auch die Steuern, ey. Die können mich. Oh, Moment, Moment, los. Aber ich erhöhe mal die Steuern. Mein Moment. Stadtflughafen bringt mal so gar nichts. Ich bin auch mit meiner Stadt total, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, total unzufrieden. Auf wie viel Prozent hast du die Steuern, wenn ich mal ganz kurz zwischenfragen darf? 10. Okay, habe ich jetzt auch mal gemacht. Warum bist du unzufrieden? Weil die Autobahn so voll ist? Nee, es gefällt mir nicht. Meine Struktur gefällt mir nicht. Ja, aber du hast jetzt fette Häuserchen auch. Ja, super, aber... Wo bist du denn da? In der Nacht sieht es immer schön aus. Und es bringt ja auch Kohle, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir. So der Grundsatz. Allein wenn ich schon mein Stromversorgungsnetz sehe, kriege ich schon einen blanken Hals. Was ist hier mit Feuerwehr? Ich habe 20 Wassertürmchen verteilt.
Auch bescheuerter kann man es nicht machen, aber weil ich nie die 44.000 für das scheiß Klärwerk da ausgeben wollte. Ist durch. Der Pumpenberg. Ein niedergebranntes Haus. Ja, ihre Feuerwehr ist zu langsam. Weil das ganz am Arsch der Welt abgebrannt aber stell ist. Stell dir mal vor, es wäre dein Haus. Ja, dann hat er Pech gehabt. So, Flughafen abgerissen. Tschüss. Nennt sich Initiativentscheidung. So. Öh, das ist ja viel billiger, so eine Pumpstation. Wenn man die einmal hat. Die macht mit 480. Alter. Und die macht mit 400. Ohne Scheiß. 20. Ohne Scheiß. Weißt du, was mich gerade richtig ankotzt? Was? Dass ich zwei Werkstoffmülldinger habe. Und die bringen einfach mal Nüs. Anstatt die mir hier schön Kohle auf dem Freien bieten, indem sie Plastik verkaufen, nö, bauen sie das Plastiklager noch voll. Da sind insgesamt 12 Karren im Einsatz. 38,4 Kisten pro Tag werden Plastik hergestellt. 3,6 Tonnen Legierung und 19,4 Tonnen Plastik. Vielleicht kann erstmal bei 20 Tonnen die Scheiße erst weg, aber das ist doch Kacke. Hier sind 70 Tonnen Plastik drin. Das ist doch nicht der Sinn der Scheiße. So, jetzt geht der mir wieder und sagt, ja, hier, wir müssen einen Meisterhändler. Nee, verpiss dich. Ich reiß die Scheiße gleich ab, können wir mit dem Müll auf den Sack gehen, ey. Ich brauche 140.000 Liter pro Stunde an Wasser. Das heißt, ich brauche zwei Pumpstationen für 88.000 insgesamt. So pervers. Wir können mal hier die Gebäude schneller hochziehen. Was ist denn hier? Willst du nicht mal ein bisschen aufsteigen? Wieso wird hier keine Industrie gebaut? Möchtet ihr wieder Parks haben, ihr Schwänze? Och, ihr kotzt mich an mit eurem Wasser. Das sage ich dir, aber dreimal. Haben wir so einen kleinen dicken. Wie Überlagerung, dann reißt die Scheiße doch einfach ab währenddessen. Weißt du bei der Pumpstation, ob man. Wieso ist die denn anders gedreht? Das kann doch nicht wahr sein. Ich will hier hinbauen. Los. Meine Leute schreien hier nach Wohngebieten bis zum geht nicht mehr. Meine auch, aber die reiße ich jetzt einfach ab, weil die sind eh die. Haben zwar da Luxuswillen und so, aber ist mir egal. Irgendwo muss ich ja genau, hin. Die Industrie kommt weg. Wo ist denn die Wasserkarte? Na toll, da ist gar kein Wasser. So. Ich muss doch irgendwo das Teil hinbauen dürfen. Da, was ist denn hier? Ja, schön Wohngebiet, die beschweren sich, da baue ich das direkt dahin. Was ist? Ja, verpiss dich. Was ist denn überhaupt mit dem Despin hier? Keine Ahnung. Mein PC. Ach, und wir haben schon gedacht, wenn nicht dein PC, der kaputt ist. Bin doof, Update. Was ist das denn jetzt? Geht's wieder, oder? So, jetzt bauen sie da sofort Häuser und ich wette mit euch, die meckern gleich, oh, hier ist aber schon der Boden ein bisschen verschmutzt, ne? Ich hab ein bisschen dreckig hier, ne? Dann sag ich einfach nur, fickt euch hier, Spasserlacken. Müllwagen fahren, Gewinne ein. Ja, aber was für Gewinne, Freunde. Schnallt euch an, ne? 200 Ocken. Wieso mache ich jetzt miese? Achso, ja, weil ich abgerissen habe.
hier, da hinten dreckiges Wasser. Ja, okay, meine Straßen werden auch so langsam mal ein bisschen verstopft. Aber es ist mir schon dunkel. Kleinwohner hast du? 60.000 ungefähr. Nur schnell hochgegangen, ne? Nicht mal 15.000. Ja, nachdem ich meine Ölraffinerie abgerissen habe, wo ich immer noch nicht weiß, ob es gut war. Macht ihr so viel Einwohner? Das kommt mit der Zeit. Die kommen, egal ob du das willst oder nicht, irgendwann sind sie da. Ich will die aber. Aber ich bin, muss ich ehrlich sagen, Freunde, sehr unzufrieden mit meiner Stadt. Ja. Du auch, ja? Das kann ich nachvollziehen, ja. Weil es ist, ich habe zum Beispiel, das habe ich nicht gecheckt, ich habe immer mal wieder einen Wasserturm gebaut. Jetzt habe ich insgesamt, habe ich jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Wassertürmchen. Im Unterhalt kosten die mich jeweils 100. Ein normales Pumpwerk produziert genauso viel wie die Scheißtürme. Sogar noch mehr als 10 von den Türmen. Ja. Und kostet ein weniges, also ein weniges, ja, nur ein Bruchteil. Spakorama, wir haben spät in der Nacht, da kann man über das sprechen. Und ich habe das Teil die ganze Zeit nicht gehabt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit Kohle verschwendet. Und dieses Ding kann ich auch noch schön ausbauen. Das kann ich sogar in die scheiß Bodenverschmutzung setzen, wenn ich da einfach noch so eine fette Filteranlage vorbaue. Aber nein, was mache ich? Ich baue Wassertürmchen. Und so eine Kacke, ja, das einfach, weil du es nicht checkst, baust du sowas. Und weil du es nochmal nicht checkst, baust du halt nochmal Kacke. Oh, und jetzt sehe ich gerade, ich muss das ausbauen. Aber das kann ich ja. Hier wollen sie nicht bauen. Bam, Junge. Wieso wollen sie hier nicht bauen? Keine Ahnung. Wir wollen sie auch nicht mehr bauen. Ich kaufe kein Wasser mehr von euch. Warum nicht? So, Strom. Super, 42 Megawatt Überschuss. Wasser, genug Überschuss. Ah, okay. Abwasser, eine Menge Überschuss. Also ihr könnt mir noch richtig viel Scheiße schicken. Nö, jetzt habe ich ja meine Kläranlage gebaut. Du wolltest ja vorhin nicht. Bitte? Habe ich Nein gesagt? Nee. Ja. Nee. Nee, du hast nichts gesagt. Du hast es ausgesessen. Jetzt habe ich eine Kläranlage. Oh, jetzt gleich gibt es ein neues Update. Wie ein neues Update? Weil ich 75.000 Einwohner gleich habe. Warum bauen deine sich so schnell aus? Ich muss Parks bauen. Ich brauche Einwohner. Guck mal, durch Parks auch Einwohner? Ja. Höhere Einwohner. Aber das ist mit dem Transport. Da, 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 boah, bau doch die Stadt dahin, wo ich sie hin. Ja, die Straße dahin, wo ich sie hin haben will, ne? Boah. Ja, Mann. Jetzt habe ich auch eine vernünftige Dichte. Ich krieg gleich auch. Also zwar, dass sie mehr Industrie haben wollen. Mach ich gerade. Aber mir ist der Industriebalken voll, der gelbe. Und mir ist jetzt bei der Hälfte noch. Geht aber jetzt gerade hoch, weil ich noch ziemlich viel gebaut habe. Wir brauchen ein Krankenhaus. Ein Arsch ist ein Krankenhaus. Wir können so viel Geld sparen, wenn ich den Strom so abknapsen würde, dass er reicht, weißt du? Ja, aber zu faul für. Ich bin immer noch wütend, weil wir keine Arbeiter hatten. Ja, Pech gehabt. Aha. Der Elfenbeinturm. Ja, jetzt können wir aber schon ein bisschen mithalten. Wie sieht es beim Despen aus? Super. Bye bye, Hollywood Hills. Lol. Ach, ich brauche mehr Shops. Guck mal da hinten. Der Förster ist jetzt auch kleiner geworden, finde ich. Ist kleiner geworden? Mhm. Den Förster habe ich mir gar nicht angeguckt, mein. So,
was wollt ihr denn hier? Ihr wollt doch schon wieder irgendwie meckern, ne? Wir sollten zeigen, wie stolz wir auf unsere Stadt sind. Wir brauchen mehr Parks, jawohl. Ja, leck mich. Stellen Sie einen Park auf. Das war's? Ja, sehr gerne. Und hier baue ich einen Park auf. Baue ich einen Park hin. Opendorf. Auch bei dem sieht das auch so gut aus. Ich will auch so eine Stadt haben. Ich brauche mal einen Park. So. Könnt ihr jetzt froh sein, wie stolz ihr auf eure Stadt seid, weil ihr einen Park habt, ihr Wichser. So, hier, komm, bauen wir noch einen Park, weil ich kann es mir leisten. Was soll der Geist? Hier an die scheiß Schule. Da freuen sie sich alle, ja, da können sie... Kann ich die Straße abreiße hier, die ist doch eh unnütz, oder? Oh. Ja, in ihrer Stadt leben mehr als 100.000 Einwohner. Hä? Ist denn Jan? Gib dann mal dir. Bei mir sind's. Ja, ist. Vielleicht wieder. Wir können mal ein bisschen. Da werden sie sich dann freuen. Pass auf. Da werden sie jetzt am Anfang erstmal heulen. So, Kriegerlein, so geht das aber nicht. Jetzt muss ich mir gerade hier ein bisschen. Ich glaube, ich muss bei mir auch nochmal alles abreißen, ne?